wünsche einen schönen guten Morgen. Es ist einfach ganz, ganz toll, dass wir jetzt hier zusammen sind. Mit dem einleitenden Musikstück von Ephata, mit denen ich seit Jahrzehnten sehr, sehr verbunden bin. In unserem eigenen Namen und im Namen des dreifaltigen Gottes haben wir diesen Gottesdienst hier im Freibad Waldshut, den Gottesdienst im Blauen, begonnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und eben als einer, der viele, viele von Ihnen und von euch schon lange kennt, da geht das Herz auf. Und Sie alle sind heute zu Gast bei einer Premiere. Meines Wissens gab es das noch nie, hier einen Gottesdienst zu feiern am Sonntagmorgen. Wir haben mit Ephata immer mal wieder im Wildgehege in einem Gottesdienst im Grünen spielen dürfen. Und dann lag natürlich irgendwann die Idee nahe, auch hier im Freibad mal einen Gottesdienst im Blauen zu versuchen. Die Idee war, man feiert, also die Leute kommen nicht in die Kirche und dort ist der Gottesdienst, sondern der Gottesdienst findet dort statt, wo die Menschen am Sonntag vielleicht auch sind. Und von daher treffen wir uns heute hier im Freibad. Ich finde es ganz toll, dass der Konrad sofort Feuer und Flamme oder Wasser, müsste man eigentlich fast sagen, für diese Idee war und da gleich drauf angesprungen ist. Es gehen noch mehr Träume in Erfüllung, habe ich erfahren. Der Martin wollte schon immer mal Schlagzeugspiele in Badeschlappen. Das sieht man zwar nicht, aber das geht auch in Erfüllung. Also ich finde es schön, dass das heute klappt und dass so viele Leute da sind. Und ich hoffe, es hat jeder irgendwie Möglichkeit, zum Liedblatt reinschauen, weil jetzt als nächstes, glaube ich, wird es gleich gesungen. Ich möchte noch einen Satz, fällt mir spontan ein. Natürlich, und es ist auch gut so, ist Glaube, persönlicher Gemeinschaft von glaubenden Kirche, nicht im luftleeren Raum, das ist auch gesellschaftlich und politisch. Und wenn sich nicht viele Menschen einsetzen würden und eingesetzt haben, wären wir jetzt sowieso nicht hier. So will ich es gern auch sagen. Und so bringen wir uns dir heute Morgen, so wie wir sind, kleine, große, junge, ältere, bringen wir vor dich. Und wir danken dir, dass du bei uns bist. Und wir bitten dich, lass uns deine Nähe immer mehr erfahren und spüren. Dass deine Nähe uns Kraft gibt, im Alltag zu bestehen. Dafür danken wir. Und wir bitten durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Wollen wir einen kurzen Psalm miteinander beten, einen Teil vom Psalm, der abgedruckt ist, als nur und sagte, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus erwiderte ihm und sagte, Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. Worte des lebendigen Gottes. Und ich schätze mal, dass es vielen von Ihnen, von euch auch so gehen kann. Wir sind glaubende Menschen, die auf diesen Jesus vertrauen. Es geht manchmal besser, manchmal nicht so gut. Und wenn ich auf ihn
vertraue, wenn ich mich auf ihn einlasse, dann ist offensichtlich ganz viel möglich. In ganz unterschiedlicher Weise. Ich brauche jetzt nicht die einzelnen Bereiche aufzählen. Sie ist ihr ebenso. Wenn ich mich auf ihn einlasse, ganz gleich wo, ob in Kirchenräumen, ob außerhalb, ob im Freibad oder sonst irgendwo, wenn ich mich auf ihn einlasse, ist viel möglich. Aber nicht alles. Ich merke immer wieder, und das gehört zur Dimension unseres Menschseins dazu, wir schaffen viel, sind ausgestattet mit guten Begabungen, haben Menschen um uns, die uns das ermöglichen, viel zu erreichen, aber wir stoßen auch an Grenzen. Und ja, es gibt vieles, was Menschen verbindet. Das kann eine gemeinsame Religion sein, das kann die gemeinsame Herkunft sein, die Heimat, ein Verein, ein Hobby. Und ich habe im letzten Jahr gemerkt, es können auch Orte sein, so wie das Freibad Waldshuttir sicher ein Ort ist, was die Menschen hier verbindet, wo vielleicht Jugenderinnerungen dranhängen, wo sich Familien treffen können, Menschen unterschiedlicher Alters und hier ihre Freizeit verbringen oder auch einfach für ihre Gesundheit was tun können. Und als dann die Existenz von diesem Ort, der uns verbindet, auch bedroht war, da haben ganz viele Menschen das auch versucht zum Ausdruck zu bringen und sich dagegen gewehrt auch, dass man diesen Ort möchte verschwinden lassen. Also für mich war das wirklich auch sowas, dass da Menschen dieses Boot verlassen haben, dieses sichere, und diese Schritte gemacht haben, mutige Schritte, zwischendurch wahrscheinlich auch mit Panik und Zweifel, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber mir persönlich hat, wie dem Petrus damals vielleicht auch, hat der Glaube und das Vertrauen auf Jesus auch geholfen. Als es noch nicht um Dogma und um Kirchenrecht und Zölibat und so weiter ging, sondern als man eine gemeinsame Vision hatte, so eine Idee von Reich Gottes, wie das funktionieren kann. Und es gab auch damals Verfolgung und Leute, die verspottet haben. Also auch sowas durfte man ja zeitweise so in Punkte erfahren. Aber ich fand es ganz beeindruckend, wirklich viele, viele verschiedene Menschen da zusammengefunden habe und jeder, ganz egal wie alt oder was für eine Konfession oder was für eine politische Weltanschauung da irgendwas beitragen konnte. Das war für mich wirklich auch eine Glaubenserfahrung. Bis heute eigentlich. Im Wasser, so ist für mich ein Rettungskreuz. Viele wissen, dass ich auch Wortspiele mag. Ein Rettungskreuz, wunderbar. Das, was wir in unserem Alltag mit Kreuz verbinden, häufig im Zusammenhang mit unserem Christusglauben, bringt genau das auf den Punkt. Ein Rettungskreuz ist die Mitte unseres christlichen Glaubens in unserem Alltag. Hier und sonst auch. Amen. Kinder sich tummeln, toben können und dass aber keines darin ertrinkt. Einsetzen die nötige Kraft. Thank you.